war ja Abfallberater, das wissen Sie ja inzwischen, das Leben im Müll, das ist ja eine Stilfrage, den Spaten würde ich nochmal verkaufen. Der ist zwar verrostet ein bisschen, die Plane brauche ich noch, damit es nicht reinregnet, weil da drunter liegt meine Mistgabel. Und die Sonne ist im Moment untergegangen, deswegen die Kleidung ein bisschen, aber da ist noch eins und das Auto ist auch ganz in der Nähe. Also nochmal, man kann den Gedanken des Recyclens tatsächlich machen. Also wenn man Zeit hat, kann man sich das vornehmen aus Müll. Ich habe von dem Vorgänger hier einiges vorgefunden, was auch kritisiert worden ist. Das habe ich mal noch nicht so ganz hergerichtet. Ich habe erstmal ein bisschen auf Zeit gespielt und vielleicht mache ich dem Eigentümer dann mal ein Kaufangebot bald. Ein Vorkaufsrecht ergibt sich aus dem Pachtvertrag ja nicht automatisch. Ne? Also wenn der Eigentümer was Eigenes vorhat oder für Angehörige, dann sieht man halt aus, dann würde ich halt die Sachen, die ich gemacht habe, wieder rausnehmen. Das ist mir im Leben oft so gegangen, dass die Eigentümer, ich war nie Eigentümer, dass die Eigentümer anders wollen als ich als Mieter oder Pächter. Ne? Also prüfen Sie mal, ob Sie genug Rechtsschutzversicherung haben für den Fall der Fälle. Aber ich will nicht gleich auf Konfrontation hier gehen. Das war ein sehr angenehmer, freundlicher Mann. Das habe ich bekommen, obwohl auch andere Bieter da waren, recht günstig. Und deswegen konnte ich auch ein bisschen investieren, auch einen neuen Rasenmäher kaufen. Aber den Preis weiß ich auch. Und Sie können ja selber mal schätzen, was man nicht so genau weiß. Die schöne Sicht nach da hinten bis zur Schwäbischen Alb, wie sich das im Preis niederschlägt. Ne? Also das sprechen wir zum anderen Zeitpunkt durch, aber ich habe das noch nie erlebt, dass ich tatsächlich mich irgendwo hinlegen kann und habe keinen einzigen Termin. Ja. Weder heute noch am Wochenende. Und das Wetter ist ganz gut. Ne. Die Sonne kommt vielleicht irgendwann wieder oder morgen. Darauf kommt es an. Ne. So frei wie noch nie als Rentner. Und das als Rentner. Geld nicht so viel, aber das brauche ich auch nicht. Ich höre jetzt auf bei 222. Mal sehen, ob das auch übereinstimmt mit der Datei, die ich dann hochladen werde später.